Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses. Das ist der Hannes. Moin. Guckt euch die Lakritze an, wie da drüben rumsitzt. Wir wollen heute ein Tasting machen und zwar habe ich ja, ich glaube das war Weihnachten sogar, dieses Set Chili-Soße geschickt bekommen. Das ist ein Bus. Das ist ein Bus, der hat Räder, der kann fahren. Tatü, tata, der Landvogel ist da. Da sind 4 Chili-Soßen drin. Die möchte ich jetzt gerne mal testen mit dem Hannes. Wir haben dazu diese Nuggets. Und wenn die 4 Soßen nicht reichen, haben wir immer noch Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper-Extrakt. Welche Soßen sind das aber jetzt? Hier steht drauf ein Menü. Wir müssen das mal so zeigen. Das ist Hot Sauce Sampler von Foodie Finds. Das ist Hannes. Guckt euch den Blick an. Moa. Der hat schon Bier getrunken. Das steht jetzt hier im Menü Street Food Sauces. Killer Ted's South of the Border. Bulldog Burgers Jalapeno Pepper. Chinese Noodles Card Garlic Pepper. Und Fresh Farms Mild Habanero. Das sind die 4 Soßen, die in diesem Soßensemmler verfügbar sind. Add a dash of flavor with these Foodie Finds Hot Sauces. 4-Pack-Sampler, 4 Stück, denn wir haben heute so viele Videos gedreht, dass wir uns zum Abendbrot nur noch an dieses 4er-Pack rantrauen. Hannes, hast du Bock? Ja, egal. Immer. Klar. Immer. Das ist die Maddox-Soße und das ist ein Hannes sein Kopf. Guckt euch das an. Das ist fast dasselbe. Wir machen die ganz kurz warm, also die Nuggets, nicht ein Hannes. Und dann probieren wir mal die Soßen, die Maddox-Soßen. Und ihr merkt, ich habe auch schon ein Bier-Tasting hinter mir, aber wir müssen ja noch Armbrot machen. So, die Nuggets sind fertig. Das ist der Hannes. Das sind die Nuggets. Genau. Wir wollen jetzt testen mit diesen super genialen Hot Sauce Sampler Soßen aus diesem Auto, was ich zu Weihnachten bekommen habe und jetzt erst öffne. Die Verpackung ist trotzdem total hässlich, muss ich mal dazu sagen. Das ist was, das würde ich nicht aufheben. Das würde ich wegtun. Da kennen wir viel Besseres. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier überhaupt reinkomme. Das aufzumachen, das rauszuholen. So, dann haben wir nämlich hier hinten drin, wenn das raus ist, eine rote Wand. Das kann weg. Wir haben hier wirklich nur 4 Soßen, die alle sehr flüssig aussehen. Und meiner Meinung nach wahrscheinlich eh nichts können. Aber wir fangen mal an bei der ersten. Da steht jetzt leider das halt... Sieht sehr interessant aus, die da, ja. Die sieht aus wie ausgeschissener Kartoffelbrei. Jo. Die sieht sehr interessant aus, sagte Hannes. Wir nehmen mal die erste Soße. Wunderbar. Gucken mal, was damit ist. Das ist die Killer Teddy's Gourmet Wings South of the Border Hot Sauce. Da steht nichts weiter drauf. Du weißt also nicht, was da drin ist. Das ist die, die am meisten Zucker hat. Was das soll? Achso, wir können ja mal schütteln. Die hat 6,0 Gramm Zucker. Das sieht halt alles mega flüssig aus und dann denke ich mir, das wird wieder total nach Essig schmecken einfach nur, aber... Ja, oder sehr süß sogar. ...kaum Schärfe aufweisen und total komisch sein. Hannes, willst du dir ein Nugget nehmen? Soll ich ja, mal irgendwo einfach was drauf füllen? Einfach mal irgendwo was drauf, passt schon. Ich tue mal hier vorne das Befüllen von Hannes. Das ich sieht nicht. Dann ungefähr so aus, wenn wir das jetzt hier so drauf machen. So, magst du dir das nehmen? Ja, klar. Killer Teddy's Gourmet Wings South of the Border Hot Sauce auf den Tisch. Sag nix, ich hau mir die auch mal rein. Ich tu mir das jetzt hier drauf. Was sagt der Chefkoch? Die Schärfe geht zwar ein bisschen auf, aber schmeckt sehr nach Essig, wie er schon gesagt hat. Das ist wieder so eine richtige dünne Essigsoße.
dass wenn die sagen, ach, wir machen scharfe Soßen, wir knallen einfach 100% Essig dran. Tabasco, und das war's. Das kann man sagen, eigentlich Tabasco nur ein bisschen schärfer. Finde ich aber Tabasco vom Geschmack tausendmal besser. Ja, natürlich, klar. Das, ist das wirkt so billig zusammengerotzt für mich. Ich weiß nicht, ich kann damit einfach nichts anfangen. Das ist so richtig, wenn du da kein Nugget dazu isst, dann würdest du die nur normal auf dem Löffel probieren. Dann würdest du die direkt ausspeien und sagen, was ist denn das für Chemiedreck? Weil das hat einfach keinen eigenen richtigen Geschmack. Das ist einfach nur Essig mit Schärfe und das war's. Das ist, als würdest du eine Flasche Essig kaufen und trinken. Wir haben als zweites jetzt hier diese, da ist ein Hund drauf. Die finde ich sehr interessant, die Farbe. Bulldog Burgers Jalapeno Pepper Hot Sauce. Jalapeno hat ja eigentlich seinen eigenen Geschmack. Jalapeno Pepper nochmal mit Pfeffer dazu. Müsste jetzt eigentlich ein bisschen was liefern, hoffe ich. Ich hau dir die hier mal drauf. Stöpfel ist auf. Soll ich dir wieder einfach irgendwo was drauf machen? Dann nehme ich hier vorne das. Weil ich denke, dass sie eh nicht scharf sind, tue ich dir das richtig schön einsauen. Alles ans Bein und ans T-Shirt vom Hannes. Ich sau mir gleich das, was daneben liegt, ein, weil da ist eh schon jetzt Soße rangelaufen. Mach also hier was drauf. Jalapeno Pepper. Ich glaube, da kannst du wirklich die ganze Flasche irgendwo dran kippen. Ja, das ist gar nichts. Ich finde, das hat gar nichts. Das schmeckt einfach nur nach Chemie. Ja. Was ist das? Was ist das? Sind wir zu abgehärtet oder sind das wirklich extrem billige Drecksoßen, ich weiß es nicht. Der Hot Sauce Sammler sah schon billig aus. Ja, aber wenn man sieht, für so einen Preis jetzt, gut, ich weiß jetzt nicht, was das kostet, aber... Ich auch nicht. aber der Preis dürfte nicht billig sein. Man erwartet trotzdem etwas, gerade wenn die sich hier mit Hot Sauces brüsten und einen stolzen Preis nehmen. Und es ist ja immer... Vor allem Jalapeno. Das Ding hat bestimmt maximal 20€ oder so gekostet. Das ist schon trotzdem was, wenn du da in die Geldtasche reingreifst. Da kauf dir lieber 4 Packungen Tabasco. Dann hast du Qualität, dann hast du Geschmack, dann hast du trotzdem Schärfe und bist deutlich günstiger als 20€. Aber ich sag dir ehrlich, da esse ich lieber 3... Chili Leber Gras, da habe ich mehr davon. Ja, die sind ja auch jetzt nicht so scharf, ne? Jetzt haben wir die. Da habe ich aber trotzdem mehr davon. Chinese Noodles Asian Food Card Garlic Pepper Hot Sauce. Also Knoblauch und Pfeffer. Ich glaube nicht, dass Knoblauch schärfer sein soll als Jalapeno. Wenn das jetzt aus Philippinen oder Thailand kommen würde, dann würde ich sagen, okay, könnte was sein. Nee. Aber nicht aus China. Ich tu dir das mal hier drauf. Das ist deine Nudelsoße jetzt. Das ist zu sauer wahrscheinlich. Bitteschön, Hannes, extra für dich. Noch ein bisschen. Eingesaut. Nee, das reicht, okay. Das tropft eh alles runter. Während du da isst, tue ich es mir mal hier drauf, auf das. Naja, aber da merkst du ja auch schon wieder diesen Essiggeschmack raus. Ich finde, da merkst du wieder diesen fucking Essiggeschmack raus. Man könnte ganz leicht merken, dass es irgendwie eine Knoblauchnote haben soll, aber... präsent ist der Essig, ja. Ja, Essig. Es ist halt... Das schmeckt alles einfach nur nach reiner Chemie. Und das finde ich halt total schlimm. Ja. Dafür, dass das so eine große Aufmachung ist und die so stolz verkaufen, ist es einfach nur richtiger Müll. Eine Soße haben wir noch übrig. Ja, ich glaube aber nicht, dass die besser ist als alle. Aber alle dieses drei. Ist die Fresh Farms Mild Habanero Hot Sauce. Und Habanero hat ja so einen eigenen spezifischen Geschmack. Das muss eigentlich überzeugen, weil Habanero schmeckt nicht nach Essig. Ja, aber du darfst aber eigentlich... Das sind alles Essigsoßen, aber Habanero müsste ja nach Habanero schmecken. Aber du darfst eigentlich vergessen, Jalapeno hat eigentlich auch keinen Essiggeschmack, aber die hauen Essig rein ohne Ende. Das ist das Problem. Aber das Erste, was richtig oben die Kappe abreißt und dann erst der Rest kommt.
Hannes schiebt sich gleich die ganze Flasche in die Nase. Ich hau's dir mal hier drauf. So, bitteschön. Ich schieß mir mal hier drüben noch eins rein. Lächerlich. Lächerlich. Eindeutig lächerlich. Sorry, aber da gibt's was Schärferes. Also. Na. Also mit Habanero hat das meiner Meinung nach auch nichts zu tun. Ganz und gar nichts, überhaupt nichts. Weil Habanero schmeckst du nochmal raus und hat einen richtig brachialen Eigengeschmack. Ja, extremen, also richtig, ja, wie du schon sagst. Das ist auch wieder so Essig, Chemie, ja. Säuerlich, bisschen, irgendwie, außer traurig. Ich glaube, traurig ist das Beste, was man jetzt dazu sagen kann. Wir sind enttäuscht. Ja. Wir können jetzt mal die Mad Dog 357 probieren aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, wo ich es heute zum Mittag schon leider ein bisschen übertrieben habe, weil auf dem Burger ist ganz so viel draufgelaufen, was gar nicht drauf sollte. Ich gebe dir wirklich nur einen Tropfen. Ja, ich mag die. Die hat wenigstens einen richtig schönen, geilen Geschmack einfach. Da ist ein Tropfen drauf. Bitteschön, Hannes. Dankeschön. Gönn dir. Ich ziehe mir hier drüben mal eins rein und versuche auch genau einen Tropfen drauf zu machen, die immer noch irgendwie so ein bisschen nach Pflaume und Winter schmeckt. Herrlich. Herrlich, sagt er. Herrlich. Und die Schärfe breitet sich dann erst aus. Ihr habt hier wirklich, normal reicht so ein Tropfen Maddox-Soße für einen ganzen Bohneneintopf in der Kantine. Du machst hier einen auf so einen Nugget drauf, das erfüllt dein ganzes Leben. Definitiv, es hat wenigstens, es verspricht, was es auch hält. Und die ist so ergiebig, weil du wirklich einen Tropfen nimmst und bist zufrieden. Bei dem anderen kannst du dir die ganze Packung drauf kippen und es ist trotzdem einfach nur reine Chemie. Hier schmeckt, hier ist sofort die Schärfe präsent. Du hast einen eigenen Geschmack trotzdem da. Und das war unser Chili-Test, unser Chili-Soßen-Test. Unser... Wir müssen das Auto nochmal zeigen. Das war dieser Foodtruck Hot Sauce Sampler. Aber wir haben noch zwei andere Foodtrucks mit Chili-Soßen. Da sind auch nicht vier drin, sondern acht drin. Und dann hoffen wir, dass das richtig rein scheppert und wir richtig tolle Soßen finden, die richtig gut schmecken. Hoffen wir, ja. Geht's dir gut, Hannes? Auf jeden Fall, immer. Hannes stirbt schon wieder. Nee. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Mach's gut. Wir wollen jetzt noch ein Biertasting machen. Ciao. Auf jeden Fall.